Aber jetzt geht's los, Creator Cup 2024, das große Finale. Zwischen Adi Totoro und Maelo. Gutes Spiel. Aufschlag. Adi Totoro. First to three. Best of five. Und dieser wichtige erste Punkt. Boah. Und er kontert. Und da ist er wieder. Der wichtige erste Punkt, den sich Adi jedes Mal wünscht. Hat er gemacht. Und man sieht die Taktik von Adi, ne? Nur auf die Rückhand will er gehen. Ja. Und es klappt. Hat er bei mir auch die ganze Zeit gemacht. Hat sehr geklappt. Maelo umläuft alles inside out, würde man das nennen. Erster Punkt für Maelo. Verkürzt zum 1-2. Und Adi steht weit hinten. Aber Adi fühlt sich sicher. Gute Vorhand hier mit Topspin zieht er den rüber. Es ist übrigens auch mucksmäuschenstill in der Halle. Boah, guck, und das ist seine Stärke. Und da muss er eigentlich auf die Seite sogar gehen. Und gewinnt den Punkt sogar. Ganz starke Defense. Ja, und jetzt ist auch mal hier Applaus zu hören tatsächlich. Ja, vorhin haben noch alle irgendwie im Halbfinale noch ein bisschen in der Warm-Up-Area rumgespielt. Jetzt nichts. Sitzen alle da auf der Couch, auf der Tribüne. Gefühlt arbeitet auch niemand mehr. Alle wollen das Spiel sehen. Nächstes Jahr, glaube ich, ist auch mit Zuschauern. Ich habe das Gefühl, wir brauchen, glaube ich, die Atmosphäre. Wir haben uns dieses Jahr bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, komm, kleiner Kreis, einfach freundschaftlich. Aber ich glaube, nächstes Jahr brauchen wir die Zuschauer auch, um da nochmal eine extra Stimmung zu erzeugen. Gute Vorhand, die Vorhand kann er einfach und den Verhauter. Kommt sogar zu uns. Den Verhauter. 3-5. Ah, wichtiger Punkt. So ein schneller Punkt tut immer gut, ne, im Tischtennis, wenn du so einen schnellen, einfachen gewinnst. Und er zieht das Ding durch, ne? Er geht immer wieder rüber auf die Seite, versucht da seine Schwächen auszuspielen. Oder besser gesagt, anzuspielen. War die ganz klare Ansage von seinem Coach. Auf die Rückhand. Ganz genau. Auf die Rückhand. Hat kurz noch mit Van Boge facetimed. Boah, super Ball. Und er kommt, weil er stellt sich natürlich auch drauf ein. 6-6. Maelo ist absolut wieder im Game. Natürlich auch wieder zwei, die sich gut kennen, die natürlich auch schon die ein oder andere Partie gegeneinander gespielt haben. Es macht viel aus, ne? Wenn du deinen Gegner kennst und weißt, was sind die Schwächen, was sind die Stärken. Du kannst dich darauf einstellen. Okay. Und vielleicht auch genau darauf spekuliert Maelo. Er kennt den Geduldsfaden von Adi. Vielleicht spiele ich ihn nochmal langsam rein. Lass Adi den Fehler machen. Der will dann zu früh den Punkt wie hier. Ah, wir haben es gesagt, ne? Gerade hier in dem Bereich. Ein Riesenpunkt von Adi. Geht es darum teilweise auch, wer macht nicht die Fehler? Jetzt wird er mal belohnt dafür, volles Risiko zu gehen. Chat ganz kurz bei euch. Wer ist der Favorit? 1 für Adi, 2 für Maelo. 8-8. Ganz entscheidender Punkt jetzt beim 8-8. Und Adi wirklich wieder weit hinter der Platte, ne? Ja, gut gespielt jetzt von Maelo, geduldig. 9-8. Es ist auch im Chat relativ ausgeglichen. Komplett ausgeglichen, ja. Wow, den hat er schön rübergezogen. Geht jetzt nur über die Rückhand. Und macht den Punkt auch. Stark von Adi, der hier immer wieder die Rückhand sucht und findet von Maelo. Das ist der es, der springt drauf. Das kommt ist das Finale, was wir uns hier wünschen. Satzball, Maelo. Und gewinnt den ersten Satz mit 11-9. Adi zeigt es gerade, ne? Wenn der Ball auf den Daumen springt, es ist einfach, dann kannst du nichts machen. Und während die beiden Jungs kurz verschnaufen, wer ist euer MVP? Stimmt ab, ihr habt Zeit bis zum Finale dieses Matches, um dieses Baby geht's. Stand jetzt führt noch Hugo mit 41%. Und ja, so geht's natürlich gut in den zweiten Satz, wenn du weißt, der erste wurde gewonnen. Du bist auf dem richtigen Weg. Beide wirklich sehr konzentriert, sehr fokussiert. Schöne Ballwechsel, die wir hier auch schon sehen direkt. Oh, Riesenvorhand. Stark gespielt. Und der gibt Kraft. So einer, das ist der ein schönes gut, Gefühl. Ne? Wenn der reingeht. Der schmeckt. Wie der erste Schluck am Ballermann. Aber man merkt teilweise noch so ein bisschen... Man versucht eher auch ein bisschen auf den Gegner zu gucken, dass er den Fehler macht und nicht zu viel Risiko zu gehen. Aber ist doch richtig, in so einem Spiel, in so einem Finale.
Wobei, wenn, dann jetzt das Risiko. Weißt du, so, weil... Bei 9-9 würde ich es auch eher lassen. Ja, zwei leichte Fehler jetzt von Maelo. Gibt's. Ah, die Führung mit 3-2. Und wieder der Vorhandfehler. Und dabei ist das die Stärke. Aber es passiert. Er steht auch ganz weit in seiner Rückhandecke, um eben die Vorhand zu spielen. Ah, da hat er gerade gar keinen Touch, ne? Jetzt zieht Adi so leicht davon. Auch geile Kameraeinstellungen, die wir haben. Immer wieder neue von allen Perspektiven. Gefällt mir sehr gut. 5-3. Zwischendurch immer wieder den Blick auf den Schläger. Man kennt es, ne? Irgendwie denkt man, ich habe doch richtig getroffen. Warum geht der Ball nicht rüber? Es liegt immer Material. An uns liegt es nie. Sehr ehrlich. Ja, Maelo braucht jetzt so einen Punkt. Wenn er den Satz noch holen will, braucht er mal so einen langen Ballwechsel, um wieder vielleicht so ein Stück... War das schon ein bisschen Taktik von Adi, da den Ball nicht zu fangen? Best of five. Boah, und das ist die gemeine Ecke. Und er jubelt bei so einem Punkt. Da geht's gegen die Kante. Normalerweise war die Entschuldigung. Normalerweise entschuldigt man sich. Was sagt Adi, was hat er gesagt? Nix. Aber das sieht man, ne? Da ist natürlich jetzt auch Spannung drin. Du willst das Ding gewinnen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann bist du ehrgeizig und dann entschuldigst du dich im ersten Moment nicht, sondern freust dich einfach mal kurz. Das ist tatsächlich so eine klassische betrunkene Diskussion, die man mit Freunden hat, mit dem man Tennis, Paddel und so Sportarten spielt. Man entschuldigt sich zwar immer, weil es meint ja auch niemand so, ne? Also das ist es ja. Dann kann man es auch lassen. Auch wenn es eine feine Geste ist, die, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Großbritannien kommt. Aus Wimbledon. Ja, die Geste kommt von Kukukurea. Sag nichts, ich bin Spanier, ne? Ach so, ach du Scheiße, alles klar. Krass. Und so schnell geht's. 1-1. Wir haben ein 1-1. Adi verkürzt. 1-1 in Sätzen. Da gab's doch eine Ansage vom Schiri, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich sehe nur das Lachen in Maelos Gesicht. Kann man jetzt gerade nicht sehen. Obwohl er verloren hat, glaube ich, ist er doch fokussiert und weiß, es ist alles möglich. Ja, geht volles Risiko. Will die freie Ecke anspielen. Aber Maelo muss jetzt auch ein bisschen hoffen, dass seine Vorhand wiederkommt. Ne? Hat, glaube ich, 5-6 Fehler gemacht. Zweiten Satz hier natürlich schmerzhaft. Und wieder ist es die Vorhand. Die hat er, glaube ich, im Halbfinale gelassen. Mit vier Fingern am Schläger, wie er sie spielt. So. Mir wurde noch gezeigt, die eine Finger, der da irgendwie noch nach hinten vorne hier richtige Position zu finden, und er hat einfach vier Finger drauf sein. Ne? Aber ja, er ist wie ich, rückhandmäßig sind wir einfach nicht komplett so am Start. Wobei, der ging noch drauf. Der nicht noch drauf? Nee. Adi hat den Punkt gemacht, 3-2. Echt? Jetzt 3-3. Man merkt auch so Phasen im Tischtennis, ganz interessant. Jetzt ganz kurze Ballwechsel, ne? Viele Fehler, vielleicht auch Konzentrationsschwäche, ne? Weil die natürlich nicht gewohnt sind, stundenlang Tischtennis zu spielen. Guter Ball jetzt von Maelo, da ist er doch wieder, die Vorhand. Da ist er doch wieder, die Vorhand. 4-4. Genau, im Finale haben wir Best of 5. Also 5 Sätze. Genau. Also der Gewinner dieses Satzes hat noch nicht das Turnier gewonnen. Und jetzt da mal mit Risiko drauf und da kann er nicht blocken. Ja, war nicht zu viel Risiko, war genau richtige Geschwindigkeit meiner Meinung nach. Hat er genau richtig gemacht. 5-5. Beide jetzt mit mehr Sicherheit. Und Maelo geht in Führung. Ja, gewinnt nicht der zuerst 3 Sätze hat. Genau, im Viertelfinale und Halbfinale war das so. Aber jetzt im Finale haben wir quasi gesagt, das ist so wichtig, dass wir Best of 5 machen, also First to 3 im Finale.
Oh. So spannend. Auch den holt er noch. Adi. Das war eiskalt. Ganz, ganz stark von Maelo. Geht volles Risiko und belohnt sich. Zuerst stark erobert von Adi. Und dann Adi in Bedrängnis und er hat es ausgenutzt und direkt das Ding rüber geschmettert. Schön. Zwei ganz schnelle Punkte jetzt für Adi. Guck mal. Bam. Eiskalt. Super gemacht. Stark. 8-8. Wie im ersten Satz. Den dann Maelo für sich entscheiden konnte. Der war nicht drauf. Sah so aus aus unserer Perspektive, aber Maelo kriegt den Punkt. 9-8 gibt es. Satzball oder das 9-9. Oh. Der ist lang. 10-8 für Maelo. Zwei Satzbälle, um mit 2-1 in Sätzen Führung zu gehen. Oh, den holt er sich direkt. Den holt er sich direkt. 2-1 Maelo. Schweiz gegen Schweiz. Was für ein Finale 11 zu 8. Hier wird sich nichts geschenkt. Geil. Genau so soll es sein. Leute, wer wird MVP? Die Abstimmung läuft noch. Hugo liegt vorne mit 41%. 2%. Ja, aber was soll ich dir sagen? 2%. Nein, es ist gerecht. Also ich muss es auch sagen. Also da kann man auch nicht sagen, Sieger der Herzen leider. Oh, jetzt gab es auch kurz eine kleine Besprechung noch von Paul. Mich würde gerne interessieren, was der gerade... Man muss auch sagen, die Jury-Leute machen auch einen sehr guten Job hier, ne? Also die alle hier. Schiedsrichter hier, muss man echt sagen, souverän, komplett abgeklärt. Ja, was wurde da gerade noch reingeflüstert, hä, Paul? Was wurde da gerade noch reingeflüstert? Aber das muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch, weil Paul hat ja verloren gegen Adi. Könnte ja eigentlich auch stinksauer auf Adi sein und angepisst. Aber im Gegenteil, sie laufen zusammen ein und er gibt noch Tipps. That's what it's all about, oder? Ja, das ist die Freundschaft, wobei hier eigentlich fast nur Freundschaft im Raum ist, sozusagen. Da ist es dann, ja, am Ende des Tages. An der Platte gibt es keine Freundschaften. Das stimmt, deshalb. Ja. Oh. Oh. Ja, gut, aber er hat das Lächeln, er weiß, er liegt vorne. So 2-1 in Sätzen fühlt sich auch gut an, ne? Dann ist man schon selbstbewusst, ne? Ja, du kannst tendenziell ein bisschen mehr riskieren. Aber das kann halt dann auch schnell wieder 2-2 stehen. Ne? Ja. So. Und jetzt haben wir den Ausgleich. Adi mit dem Aufschlag. Oh. Super von Adi. Sehen wir hier den letzten Satz des Tischtennis Creator Cup. Oder rettet sich Adi in den fünften, aber so nicht. Angabenfehler. Abstimmen MVP könnt ihr bei Adi auf dem Twitch-Account. Ich finde es wirklich spannend, wie ab dem Viertelfinale die Partien so ausgeglichen waren und man echt einfach Spiele teilweise auf Augenhöhe gesehen hat. Das hat sich echt auch nochmal gesteigert und gesteigert und jetzt sehen wir wirklich auch ein würdiges Finale. Absolut würdiges Finale. Oh, ganz stark jetzt von Maelo. Der nochmal draufgegangen doch. 6-4. Vorhand ist wieder da. Ja, er macht keinen Vornfehler mehr. Das hat ihn den zweiten Satz gekostet. Ich glaube, ein bisschen weniger Risiko ist jetzt mit dabei. Und zum richtigen Zeitpunkt das Risiko eingegangen. Ja, und auch jetzt den rettet er wieder drauf. Wie du sagst, er hat halt jetzt nicht diesen Megadruck. Er liegt vorne, er kann einfach auch mehr auf Fehler hoffen. Und das macht er gerade auch. Und Adi macht leider auch Adi die Fehler. Adi überlegt jetzt. 2 Punkte braucht Maelo noch. Da kommt gerade alles bei Maelo, der führt den Ball, macht kein Risiko und kann dann zur richtigen Zeit Druck aufbauen. Oh. Aber stark gerettet noch von Adi eigentlich. Und wir haben das 10-4. 6 Championship-Bälle, Turnierbälle. Content Creator, Tischtennis Cup, 2024 Bälle. Aufschlag, Adi. Ach. Und der ist im Netz! Maelo ist der Gewinner des Tischtennis Creator Cup 2024. Let's go! Was ein Match. Einmal Applaus bitte. Claps in den Chat für diese Leistung. Maelo, unser Sieger. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist eine wahnsinnige Leistung, muss man sagen. War ein geiles Finale, Mann. Der zweite Satz, ey. Ein Hammer-Game. Ladies and Gentlemen, der Gewinner vom Tischtennis Creator Cup 2024 ist kein geringerer. Aus der Schweiz. Er hat sich lange vorbereitet. Er ist mit einem Anzug hier reingekommen. Viele Leute haben gedacht, warum Anzug? Warum rote Krawatte? Aber er hat vielen Leuten gezeigt,
dass er unfassbar gut Tischtennis spielen konnte. Viele Leute haben nicht direkt an ihn geglaubt, aber er hat sich von Spiel zu Spiel nach vorne gekämpft. Er hat einen der Top-Favoriten rausgekegelt, und zwar Abu Goku, und dann den absoluten Voll-Top-Favoriten auch rausgekegelt, und zwar Mark Eggers, der Gewinner des Creator Cups, Tischtennis Creator Cups 2024 ist Maelo! Hey, Glückwunsch! Ultra geil, ich habe mit Adi schon vor 4 Jahren das Ganze, haben wir Tischtennis in der Turnhalle in der Schweiz gespielt, und jetzt sind wir hier. Übel geil, sehr, sehr geil. Danke, habt ihr das alles auf die Beine gestellt. Wir danken euch, wir danken alle, die dabei sind. Geil, geil, geil. Schönes Finale. Der zählt für dich. Dickes Dankeschön an alle Teilnehmer, dass sie heute dabei sind, weite Wege auf sich genommen haben, hier dabei waren, und vor allem Dankeschön an Spontent, die das technisch umgesetzt haben, an die ganzen Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Yola, On und Air Up. Da gibt es nochmal wirklich fette, fette Grüße. Vielen, vielen lieben Dank. Einen darf man nicht vergessen. Andres. Hey, natürlich. Sag mal, ganz, hier, komm mal rein. Richtig. Weil du stehst da außen. Du stehst da außen immer. Meine Güte. Schiedsrichter und vor allem natürlich an das gesamte Team. Ja, man kann nicht mehr viel sagen. Gratulation an Maelo. Gratulation an Hugo. Vielen Dank an alle, die gekommen sind, geholfen haben. Wir sehen uns im Januar beim Darts Creator Cup 2025. Ja, so. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.